Der folgende Podcast auf Hallo Meinung ist ein Beitrag von Petra. Wir bitten Sie, unsere Arbeit zu unterstützen. Näheres entnehmen Sie bitte den Begleittext. Vielen Dank. Man kann auch sagen, dass die Politiker und Medien sich einen Hassmob in Form von Bürgern herangezogen haben. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann diese Gewaltspirale seitens der Linksradikalen eskaliert. Ein Gastbeitrag von Petra. Laut Polizei Gewalt gegen Einsatzkräfte beim AfD-Parteitag. Als Einsatzkräfte einen Politiker zum Veranstaltungsort geleitet hätten, seien sie von etwa 200 Menschen attackiert worden. Dabei seien 9 Polizeibeamte durch Schläge und Tritte verletzt worden. 2 Polizisten seien mehrfach vor den Kopf getreten worden. Zudem sei auf einen Beamten eingetreten worden, der schon am Boden lag. Nach einem der Tatverdächtigen wird nun mit einem Foto gesucht, bis durch einen AfD-Politiker auf einen Demonstranten. Politiker, zum Beispiel Frau von Storch, mussten sich in Büschen verstecken und wurden dann durch die Polizei zum Veranstaltungsort geleitet. Die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tine Chrupalla zeigten sich tief entsetzt, und das zu Recht. Wie kann so etwas in einer Demokratie passieren? Man stelle sich nur im Ansatz vor, die AfD würde dazu aufrufen, einen Parteitag der Grünen, SPD oder der CDU derart zu boykottieren und die Menschen aufzuheizen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, denn so etwas passiert, wenn Medien und Politiker gleichermaßen gegen eine Oppositionspartei Hass und Hetze schüren. Diese durch Medien und Politik geschürte Gewaltspirale wird zu einem ganz gefährlichen Spiel. Man kann auch sagen, dass die Politiker und Medien sich einen Hassmob in Form von Bürgern herangezogen haben. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann diese Gewaltspirale seitens der Linksradikalen eskaliert und es Tote geben wird. Gerade auch die CDU NRW, insbesondere Herr Wüst, trägt in einem unfassbaren Maße mit seinem Nazi-Vergleichen dazu bei, den Hass auf Politiker und Wähler der AfD zu schüren. Aber auch die SPD, zum Beispiel Frau Faeser, wenn sie zum Totschlag an Philippus den Täter quasi in Schutz nimmt, da er zu lange in einer Unterkunft gewesen sei und die Gesellschaft sich nicht gekümmert habe. Geht's noch, Frau Faeser? Nein, nicht wir Bürger sind schuld, denn wir sind bisher viel zurückgeblieben. Politiker sollten endlich Verantwortung übernehmen und zurücktreten. Das ist keine Demokratie, sondern es ist brandgefährlich, was hier durch Politik, Medien, aber auch den Verfassungsschutz ins Leben gerufen wurde. Hört endlich auf, die AfD und deren Wähler, die sich eine Veränderung für dieses Land wünschen, derart verächtlich zu behandeln. Nur wenn man miteinander spricht, gemeinsam Lösungen findet, kann sich etwas ändern. Und eins ist doch mal klar, Deutschland braucht dringender denn je Lösungen all dieser Probleme, die sich besonders seit 2015 offensichtlich zu einem großen Chaos mit Überfällen, täglich zunehmenden Messertaten, Gruppenvergewaltigungen, Morden und vielen mehr geführt haben, diese alle zu bewältigen. Wir brauchen zukunftsorientierte Politik, die die Sicherheit in Deutschland wiederherstellt, Grenzen schließt und Straftäter rigoros abschiebt. Hier geht es nicht darum, wie Medien gerne unterstellen, alle Menschen mit Migrationshintergrund über einen Kamm zu scheren und abzuschieben. Nein, ganz und gar nicht. Wer sich hier benimmt, das heißt sich an unsere Gesetze hält, unsere Kultur achtet, unsere Freiheit ebenso liebt wie wir, sich mitverantwortlich sieht, unsere Errungenschaften zu erhalten, damit wir alle sicher und friedlich leben können. So wie ich es selbst auch aus meiner Kindheit kenne. Diese Menschen sind uns sehr willkommen. Allen anderen dürfen, nein, diesen müssen wir, die Türe aus Deutschland herauszeigen. Dies war ein Beitrag von Petra. Wir danken Ihnen fürs Zuhören, fürs Teilen unserer Beiträge und für Ihre Unterstützung. Vielen Dank.